Über Jahrmillionen haben Tiere ein Arsenal tödlicher Waffen entwickelt. Zur Jagd, zum Angriff und zu ihrer Verteidigung. Zähne, Krallen, Geweihe, Stromstöße, Stacheln, Tarnung, Stinkbomben und Gift. Das sind die Waffen der Tiere. Das Konzept, Feinde zu vergiften oder Beute zu erlegen, hat der Mensch 1:1 aus der Tierwelt kopiert. Viele Tiere sind giftig, aber nur wenige so mörderisch wie diese. Schon allein ihr Rasseln warnt potenzielle Räuber sehr eindrucksvoll. Aber für die Jagd und zu ihrem Schutz ist ihr Gift unverzichtbar. Der Steinfisch ist ein Meister der Tarnung. Doch bei Gefahr kommen seine Rückenflossenstacheln zum Einsatz, deren Gift Angreifern einen schmerzhaften Tod beschert. Der bekanntere Skorpion gilt seit Jahrtausenden als Symbol des Schreckens. Mit seinem peitschenähnlichen Stachel verabreicht er seinen Opfern ein tödliches Gift. Ein weiterer Meeresbewohner mit überragenden Tarnfähigkeiten ist der blaugeringelte Krake, dessen Biss zu Lähmungen und schließlich zum Tod führt. Die Agerkröte wurde in zahlreichen Ländern angesiedelt, in denen sie natürlicherweise nicht vorkommt. Ihre giftigen Hautsekrete schrecken fast alle potenziellen Fressfeinde ab, so dass sie sich ungestört ausbreiten konnte. Die Sydney-Trichternetzspinne stürzt sich auf ihr Opfer und beißt es mehrmals mit ihren kräftigen Kieferklauen. Ihr Gift kann einen erwachsenen Menschen in nur 15 Minuten töten. Der giftige und todbringende Biss der Gila-Krustenechse sorgt schon seit Jahrhunderten für Gruselgeschichten an den Lagerfeuern Nordamerikas. Und wenn sich die winzigen Feuerameisen zu Tausenden zusammentun, ist kaum ein Lebewesen vor ihrem Gift gefeit. Abbildungen der mächtigsten Gottheiten, die von Azteken und Maya verehrt wurden, waren mit Darstellungen der Klapperschlange verziert. Ihre sogenannte Visionsschlange diente als Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits. Und eine Verbindung zwischen Klapperschlangen und dem Tod zu ziehen, ist durchaus naheliegend. Rund 30 Arten sind auf den amerikanischen Kontinenten heimisch, von British Columbia bis Argentinien. Ihre Größe liegt je nach Art zwischen 30 cm und 2,5 Metern. Klapperschlangen bewohnen verschiedenste Lebensräume, halten sich aber vor allem in der Nähe weiter felsiger Ebenen auf. Hier sonnen sie sich, können sich vor Räubern verstecken und selbst jagen. Leib- und Magenspeise sind kleine Tiere wie Vögel, Eidechsen und Nager. Ihren Namen verdanken sie dem klappernden Warnlaut, den sie mit ihrer Schwanzrassel erzeugen.
Kalifornische Ziesel und Königsnattern sind weitgehend immun gegen ihr Gift und können den Warnlaut der Klapperschlange deshalb getrost ignorieren. Grundsätzlich sollte man die größtmögliche Entfernung zwischen sich und die Schlange bringen. Denn Klapperschlangen sind nicht nur für ihre Schwanzrassel berüchtigt. Auf ihr Konto gehen auch die meisten Schlangenbissverletzungen in Nordamerika. Zum Glück beißen sie nicht wahllos zu, solange sie nicht provoziert werden oder hungrig sind. Bei der Jagd lauern sie ihrer Beute entweder geduldig auf oder suchen sie aktiv in Erdlöchern. Anstatt die Beute, wie viele andere Schlangenarten, mit ihrem Körper zu umschlingen, beißt die Klapperschlange blitzschnell zu und injiziert ihr Gift. Es tritt durch die Fangzähne aus, die über einen Kanal mit den Giftdrüsen hinter den Augen des Tieres verbunden sind. Beim Zubeißen spannen sich Muskeln rund um die Drüsen an und pressen Gift in die Fangzähne. Im Ruhezustand werden die Giftzähne nach hinten eingeklappt. Klapperschlangen kommen mit voll funktionsfähigen Giftzähnen zur Welt und können möglicherweise sogar kontrollieren, wie viel Gift sie abgeben. Das Gift zerstört Gewebe und verhindert die Blutgerinnung. Der Biss einer Klapperschlange kann zu schweren Lähmungen führen. Und je älter die Schlange ist, desto stärker ist auch ihr Gift. Trotz des Schlangenbisses scheint dieser kleine Geselle noch einmal zu entkommen. Aber dann fängt das Gift an zu wirken. Über ihren Geruchssinn kann die Klapperschlange ihre sterbende Beute aufspüren. Mit Hilfe der Zunge und durch Anstupsen mit dem Maul macht sie den Kopf der Beute ausfindig und verschlingt sie als Ganzes. Die Verdauungssäfte der Klapperschlange sind äußerst wirksam und zersetzen Fleisch, Knochen, Federn und alles, was dazwischen liegt. War die Beute klein, macht sie sich direkt danach wieder auf die Jagd. Ist sie aber satt geworden, legt sie an einem warmen, sicheren Ort eine Verdauungspause ein, bis der Magen wieder knurrt. Seit Jahrtausenden gehen unter Aborigines Geschichten von Menschen um, die einen Zusammenstoß mit einem der giftigsten Fische der Weltmeere nicht überlebt haben, dem Steinfisch. Er kommt entlang der Küstenregionen des Indopazifiks und im Roten Meer vor und ist sogar für den Menschen potenziell tödlich. Was Steinfische so tückisch macht, ist nicht nur ihr starkes Gift, sondern auch ihre meisterhafte Tarnung. Sie sind oft braun oder grau mit gelben, orangen oder roten Flecken
sodass man sie leicht für Steine oder Korallen hält. Durchschnittlich werden sie bis zu 35 cm groß. Aber selbst ein halber Meter ist keine Seltenheit. Sie leben meist unter Gestein und Korallen, unter Felsen oder Felsvorsprüngen und auf dem Meeresgrund, wo sie sich gern im Sand eingraben. Ihre Tarnung macht sie zu erfolgreichen Lauerjägern. Ein bisschen Geduld und schon können sie vorbeischwimmende Fische oder Krebstiere einfach in ihr Maul saugen. Da der Steinfisch einer der giftigsten Fische der Welt ist, könnte man meinen, er nutze sein Gift zur Jagd. Doch weit gefehlt. Seine wahre Waffe ist Schnelligkeit. Um den Angriff eines Steinfisches einzufangen, braucht man eine Hochgeschwindigkeitskamera. Das Gift dient allein zur Verteidigung. Nähern sich Fressfeinde, setzt der Steinfisch zunächst weiter auf seine Tarnung. Erst wenn die auffliegt, kommt das Gift zum Einsatz. Ein Steinfisch hat 13 Rückenflossenstacheln, in denen Gift sitzt. Bei Gefahr richtet er sie auf und der Angreifer wird aufgespießt. Das Gift wirkt sowohl auf Herz- und Blutkreislauf als auch auf Nerven und Muskeln. Für unvorsichtige Räuber kann die Begegnung mit einem Steinfisch schnell fatal werden. Und für Wasserwanderer an der Küste zumindest sehr schmerzhaft. Diese tödlichen Meister der Tarnung verstehen sich bestens darauf, ihre vernichtende Waffe je nach Bedarf wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen. Skorpione gibt es schon seit der Urzeit. Sie sind rund 400 Millionen Jahre alt und bevölkern die Erde damit bereits vor den Dinosauriern. Dank seines giftigen Stachels haben die Menschen von jeher größten Respekt vor dem Überlebenskünstler. Weltweit gibt es insgesamt etwa 2000 verschiedene Arten. Skorpione kommen in der Wüste ebenso zurecht wie im Dschungel und werden zwischen 6 Monate und 25 Jahre alt. Sie gehören zur Klasse der Arachnida und sind eng mit Spinnen und Zecken verwandt.
nicht, wie man vielleicht meinen könnte, mit Krebsen. Tagsüber leben sie unter Steinen und in Felsspalten. Nachts, im Schutz der Dunkelheit, gehen Skorpione auf die Jagd. Skorpione sind sehr heimatverbunden und jagen ihr ganzes Leben lang im selben Territorium. Dabei wenden sie aber verschiedene Techniken an. Die meisten Skorpione machen Jagd auf Insekten und Spinnen und setzen dabei ihren Giftstachel ein. Aber manche lauern dabei in ihrem Unterschlupf mit geöffneten Greifzangen und aufgerichtetem Stachel. So können sie vorbeilaufende Beutetiere blitzartig überfallen. Andere gehen aktiv auf die Jagd. Sie können nicht gut sehen, deshalb orientieren sich Skorpione hauptsächlich mit Hilfe des sogenannten Kammorgans im Hinterleib. Als Karnivoren ernähren sie sich ausschließlich von erlegten Beutetieren. Mit den zwei großen Greifzangen vorne am Körper packt der Skorpion seine Beute, sodass er sie mit dem Metasoma, einem schwanzartigen Körpersegment, an dem Stachel und Giftdrüsen sitzen, bearbeiten und ihr das tödliche Gift verabreichen kann. So bleibt das Mahl schnell anstandslos auf dem Teller. Alle Skorpione verfügen über Gift, das sich jeweils aus verschiedenen Toxinen mit unterschiedlicher Wirkung zusammensetzt. Nur das Gift einiger weniger Arten ist stark genug, um einen Menschen zu töten. Skorpione haben sehr kleine Mundöffnungen, mit denen sie nur flüssige Nahrung aufsaugen können. Haben sie ein Tier erbeutet, lösen Enzyme in ihrem Gift die Beute von innen heraus auf, sodass der Skorpion sie verspeisen kann. Skorpione fressen nicht oft. Im Durchschnitt nur einmal alle 2 bis 3 Wochen. Praktischerweise kommt ihr Gift nicht nur bei der Jagd zum Einsatz, sondern ist auch essentieller Bestandteil ihrer Selbstverteidigung. Zu ihren Fressfeinden gehören Hundertfüßer, Spitzmäuse, Eulen, Fledermäuse und Kojoten. Doch die größte Gefahr geht für Skorpione von Erdmännchen und Mongos aus. Denn das Skorpiongift lässt sie für gewöhnlich kalt. Aber auch andere Skorpionmännchen stellen eine Bedrohung dar. Verirrt sich eines in das Territorium eines Rivalen, kann es zum Kampf bis zum Tod kommen. Und der Sieger verspeist den Verlierer.
Neben perfekter Tarnung und einem flexiblen Körper, der in die engsten Felsspalten hineinpasst, verfügt auch der faszinierende, blau geringelte Krake über ein tödliches Gift. Der kleine, blau geringelte Krake gehört zu den giftigsten Bewohnern der Weltmeere und ist entlang der Südküste Australiens heimisch. Seine Lebenserwartung beträgt etwa 2 Jahre. Und bei einer Größe von nur rund 2 bis 10 Zentimetern und seinem scheinbar friedlichen Auftreten wirkt er auf den ersten Blick völlig harmlos, wenn er Jagd auf kleine Krebse, Garnelen und Fische macht. Aber wenn er bedroht oder provoziert wird, leuchten an seinem Körper schillernde blaue Ringe auf. In starkem Kontrast zu seiner ansonsten gelblichen Haut. Ein klares Signal, dass er angriffsbereit ist. Und sein Gift ist stark genug, um fast jeden Widersacher zu töten. Auch Menschen. Wie andere Krakenarten auch, sind blau geringelte Kraken perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Die meiste Zeit sitzen sie in Felsspalten und Höhlen und verschmelzen optisch mit ihrer Umgebung. So sind sie vor Räubern wie Muränen, Zackenbarschen, Haien und Schnappern geschützt. Kommt aber lohnende Beute vorbeigeschwommen, stürzt sich der Krake aus seinem Versteck und umschlingt die Beutetiere mit seinen Tentakeln. Eine tödliche Umarmung. Das Maul des Kraken ist ein hornartiger Schnabel in der Körpermitte. Damit durchdringt er das Exoskelett von Krebsen und Garnelen, um ihnen das Gift zu verabreichen, das Bakterien in seinen Speicheldrüsen produzieren. Das Gift enthält Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift, das die Muskulatur lähmt, während das Opfer bei vollem Bewusstsein ist. Nach kurzer Zeit versagen die Organe des Beutetiers und es stirbt. Blau geringelte Kraken haben genug Gift, um 26 erwachsene Menschen zu töten. Und in Ermangelung eines Gegenmittels sind sie damit nach wie vor einer der gefährlichsten Meeresbewohner. Vier Tiere, die zur Jagd und Selbstverteidigung auf Gift setzen. Auf dem amerikanischen Kontinent warnt die Klapperschlange Angreifer mit ihrer Schwanzrassel, bevor sie ihre Giftzähne in ihnen versenkt. Steinfische sind effiziente Lauerjäger, die sich mit ihren giftigen Rückenflossenstacheln selbst gekonnt vor Räubern schützen.
Skorpione sind weltweit verbreitet und packen ihre Beute mit den Greifzangen, um sie mit dem Giftstachel an ihrem Schwanzende zu töten. Und der blau geringelte Krake, der den Namen seiner Warnfärbung verdankt, kann mit seinem giftigen Biss sogar einen Menschen töten. Aber das sind bei Weitem nicht die einzigen Tiere, die Gift als Waffe einsetzen. Ursprünglich war die Agerkröte nur auf dem amerikanischen Kontinent verbreitet. Aber als sie als biologischer Schädlingsbekämpfer auf Zuckerrohrfeldern im Norden Australiens eingeführt wurde, wurde die Agerkröte aufgrund ihrer rasanten Vermehrung und fehlender Fressfeinde bald selbst zum Problem. Die große, landlebende Kröte lebt neben Süd- und Mittelamerika heute auch in Ozeanien, der Karibik und Australien. Weibchen werden deutlich größer als Männchen. Sie sind durchschnittlich 10 bis 15 cm groß und werden in freier Natur 10 bis 15 Jahre alt. Sie vermehren sich rasant. Die Weibchen legen tausende Eier auf einmal ab. Über die Jahre wurden die Kröten zur Belastung für die Ökosysteme ihrer neuen Heimaten, wo sie ursprünglich eingeführt wurden, um Schädlinge wie den Zuckerrohrkäfer zu bekämpfen. Aber das liegt nicht allein an ihrer exorbitanten Vermehrungsrate. Agerkröten haben scharfe Augen, spüren ihre Beute aber auch mit ihrem phänomenalen Geruchssinn auf. Sie ernähren sich von kleinen Nagern, Reptilien, anderen Amphibien, Vögeln und so gut wie allem, was in ihr Maul passt. Auch Pflanzen, Hundefutter oder Hausmüll. Dank ihres breit gefächerten Speiseplans gedeihen die Kröten prächtig. Ihre giftigen Hautsekrete sind für die meisten Tiere, die sie verschlingen wollen, tödlich, sodass nur wenige Fressfeinde bleiben, um die Krötenpopulation unter Kontrolle zu halten. Der Agerkröte ist trocken und warzig, mit Hautwülsten über den Augen, die bis zum Maul verlaufen. Die Haut ist grau, gelblich, rötlich-braun oder olivfarben und unterschiedlich gemustert. Hinter den Augen liegt je eine große Hinterohrdrüse. Sie produzieren mit kleineren Drüsen am Rücken das Gift des Tieres. Selbst der Verzehr ihrer Kaulquappen kann unvorsichtige Räuber das Leben kosten. Ihr Gift ist die perfekte Verteidigung. Zu den Fressfeinden in ihrer ursprünglichen Heimat gehören Vögel wie Ibisse, aber auch Aale, Schlangen und 24-Stunden-Ameisen. Die
Lagerkröten können zwar nicht verhindern, dass sie gejagt oder gar verspeist werden, aber sie können ihren Henker durchaus mit in den Tod reißen. Ihre Drüsen sondern eine milchig-weiße Flüssigkeit ab, die nicht nur für Tiere tödlich sein kann. Auch Menschen ist vom Verzehr dringend abzuraten. Das Gift ist so wirksam, dass die Kröten in verschiedenen Lebensräumen zur Plage geworden sind. Und den Australiern damit statt einer Lösung ein noch größeres Problem liefern. Sie beschert Spinnenphobikern Albträume, seit ihrer Existenz bekannt wurde. Gilt als angriffslustig und ist wohl eine der giftigsten Spinnen der Welt. Die Sydney-Trichternetzspinne lebt nicht nur im australischen Busch, sondern auch im Gebiet der Stadt selbst. Sie gehört zur Familie der Hexatelidae mit über 100 Arten, die größtenteils in Neuseeland, Australien und Asien vorkommen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten, können aber gelegentlich auch zu kleinen Reptilien und Fröschen nicht Nein sagen. Viele der Arten produzieren Gift, das für Tiere wie auch für Menschen tödlich ist. Das wirksamste dürfte dabei das der Sydney-Trichternetzspinne sein. Sie kann bis zu 5 cm lang werden und die Vorderseite ihres Körpers ist von einem fast unbehaarten Panzer bedeckt. Am Ende ihres Hinterleibs sitzen lange Spinndrüsen und anders als bei vielen anderen Spinnenarten sind ihre Kieferklauen, mit denen sie das Gift injizieren, nach unten gerichtet statt aufeinander. Ihre Giftklauen sind so kräftig, dass sie sogar Fingernägel oder weiches Schuhwerk durchdringen können. Die Spinnen bauen ihre tunnelartigen Höhlen an feuchten, kühlen Orten, wie zum Beispiel unter Steinen oder Totholz. Gern halten sie sich auch in Vorortgärten mit Gestein und Gebüsch auf. Völlig ohne Deckung trifft man sie nur selten an. Durch ihre Erdhöhlen verlaufen ungleichmäßige Seitenfäden, die als Stolperfäden vom Eingang ausgehen. Diese clever angelegten Stolperfäden verraten der Spinne, wenn ein Beutetier in der Nähe ist, sodass sie aus der Höhle eilen und sich auf ihr ahnungsloses Opfer stürzen kann. Weibchen sind zwar deutlich größer als Männchen, dafür haben die Männchen längere Giftklauen. Während der wärmeren Monate suchen geschlechtsreife Männchen nach paarungswilligen Weibchen. Dabei fallen sie auch mal in Swimmingpools, können aber dank kleiner Luftblasen an ihrem Körper mehrere Stunden darin überleben. Von sich aus sind die Tiere nicht aggressiv, aber bei Gefahr verteidigen sie sich mit allen Mitteln. Sie bäumen sich auf, recken die Vorderbeine in die Luft und präsentieren ihre Giftklauen, bevor sie zubeißen. Nicht alle Giftspinnen injizieren bei jedem Biss Gift. Auf männliche Sydney-Trichternetzspinnen scheint das allerdings nicht zuzutreffen.
Sie sind für Todesfälle durch ihr spezialisiertes Gift bekannt, das vor allem auf Primaten wirkt. Weil ihre Giftklauen so groß sind, ist der Biss sehr schmerzhaft und hinterlässt Punktionswunden und lokale Blutungen. Je nach Größe des Opfers setzen innerhalb von Minuten die ersten Symptome ein. Und ein unbehandelter Biss kann einen Menschen innerhalb von 15 Minuten töten. Das Gift der Sydney-Trichternetzspinne enthält Stoffe, die das Nervensystem von Menschen und anderen Primaten angreifen, während es bei den meisten anderen Säugern interessanterweise wirkungslos ist. Seit Anfang der 80er Jahre ein Gegengift auf den Markt kam, sind glücklicherweise keine Todesfälle mehr durch den Biss einer Sydney-Trichternetzspinne bekannt. Im Wilden Westen erzählten sich Siedler Geschichten von Riesenechsen mit giftigem Atem und tödlichem Biss. Diese Geschichten gingen auf wahre Ereignisse zurück. Sie handelten von der giftigen Gila-Krustenechse. Man erkennt sie leicht an ihrem schwarzen Körper mit Mustern in rosa, orange oder gelb. Gila-Krustenechsen wiegen meist bis zu 700 Gramm. Das schwerste je erfasste Exemplar lag sogar bei über 2 Kilogramm. Sie bewegen sich sehr langsam und werden rund 60 Zentimeter lang. Sie leben im Buschland, in Wüstengebieten und Eichenwäldern und suchen Schutz in Höhlen, Dickicht und unter Felsen. Weil viele Krustenechsen Wasser mögen, vergnügen sie sich nach Regenfällen gern in Pfützenpools. Grundsätzlich sind sie aber echte Stubenhocker. Gut 90% ihres Lebens verbringen die Tiere in ihren Höhlen oder Felsunterschlüpfen. Ihr Tagesablauf hängt von der Jahreszeit ab. Im Frühjahr und Frühsommer sind sie ab dem Morgen unterwegs, während sie im späteren Sommer die warmen Nächte bevorzugen. Die größten Fressfeinde der Gila-Krustenechsen sind Kojoten und Raubvögel. Die Echsen selbst ernähren sich von den Eiern verschiedener Tiere. Und manchmal auch von kleinen Vögeln, Säugetieren, Reptilien, Insekten und Aas. Je nach Verfügbarkeit und Appetit. Obwohl ihr Speiseplan sehr breit gefächert ist, frisst die Gila-Krustenechse sehr unregelmäßig. Nur 5 bis 10 Mal im Jahr. Dann wird sie aber von wahren Fressattacken heimgesucht und nimmt dabei bis zu einem Drittel ihres eigenen Körpergewichts an Nahrung auf. Um diese Mengen aufzutreiben, hilft der Gila-Krustenechse eine wahre Superkraft. Ihr Geruchssinn ist so ausgeprägt, dass sie Eier aufspüren kann, die in bis zu 15 cm Tiefe vergraben sind. Und sie kann sogar der Spur von Eiern folgen, die lediglich vorbeigerollt sind.
Sobald sie ihre Beute gepackt hat, wird diese im Maul zerdrückt oder, wenn sie klein genug ist, im Ganzen verspeist. Aber die Echsen jagen nicht nur am Boden, sondern erklimmen bei der Eierjagd auch Bäume und Kakteen. Die Hyla-Kostenechse produziert ihr Gift in speziellen Speicheldrüsen im Unterkiefer. Ihr fehlt die Muskelkraft, um es zu injizieren. Stattdessen wird es durch Kauen von der Drüse zu den Zähnen geleitet und per Biss dem Opfer verabreicht. Die Hyla-Kostenechse ist eine von nur wenigen giftigen Echsen auf der Welt. Weil sich die Tiere in der Regel von wehrlosen Opfern und Eiern ernähren, nimmt man an, dass ihr Gift zur Verteidigung dient und ihre grelle Färbung potenzielle Angreifer darauf hinweisen und abschrecken soll. Das Gift der Hyla-Kostenechse enthält Neurotoxine. Es ist zwar ebenso stark wie das einer Korallenotter, aber die Echsen produzieren nur sehr geringe Mengen. Sie bewegen sich zwar langsam, können aber blitzschnell zubeißen und lassen sich nur schwer und unter großen Schmerzen entfernen, sobald sie sich einmal in ein Opfer verbissen haben. Diese Echsen sehen nicht nur respekteinflößend aus, sondern sind dank ihres Waffenarsenals ein ernstzunehmender Gegner für all jene, die ihren Lebensraum in der Wüste mit ihnen teilen. Es gibt tausende Arten von Ameisen. Aber nur die wenigsten können ihren Opfern per Biss oder Stich Gift verabreichen. Die wohl bekanntesten Vertreter der sogenannten Feuerameise wurden in verschiedene Länder eingeschleppt, in denen sie jetzt als gefährliche Schädlinge gelten. Die rote Feuerameise ist leicht an ihrer Farbe und dem schmerzhaften Stich zu erkennen und trägt je nach Vorkommen eine andere Bezeichnung. Die rote Feuerameise gilt als invasive Art. Man erkennt sie am rötlich-braunen Körper und ihrer Größe von bis zu 6 mm. Ausgewachsene Feuerameisen haben, wie jede andere Ameise, einen für Insekten typischen Körperbau. Ihr Körper ist dreigeteilt, in Kopf, Thorax und Hinterleib. Mit drei Beinpaaren und einem Paar Antennen. Viele Ameisenarten beißen und Schuppenameisen können sogar Säure versprühen, um ihr Opfer zu überwältigen. Feuerameisen hingegen haben einen speziellen Alkaloidstachel sowie Mundwerkzeuge zum Beißen. In einem großen Feuerameisennest leben viele unterschiedlich große Arbeiterameisen, was bei ihren Artgenossen eher selten ist. Eine Kolonie baut große Hügel und ernährt sich hauptsächlich von Pflanzen und Samen. Das hört sich friedlicher an, als es ist. Aber Feuerameisen sind sehr aggressiv und greifen oft kleine Tiere an und töten sie. Während andere Ameisen beißen und dann Säure auf die Wunde geben, beißen Feuerameisen nur zu, um das Opfer festzuhalten und verabreichen ihm dann mit Hilfe des Stachels am Hinterleib ihr Gift.
Der Schmerz dabei gleicht dem einer Verbrennung. Daher auch die Bezeichnung der Tiere. Durch ihre Aggressivität verdrängt die Feuerameise heimische Ameisen aus ihrem Lebensraum und lässt Nahrungskonkurrenten kaum eine Chance. Zwar favorisieren Feuerameisen für ihre Nester Bauplätze in der Nähe von Flüssen oder Teichen und in anderen Gebieten mit feuchtem Boden, mit Vorliebe verborgen unter Gestein oder Baumstämmen. Wo es aber keinen derartigen Schutz gibt, bauen sie kuppelförmige Hügel, die für gewöhnlich bis zu 40 cm hoch werden. Eine Kolonie wird in der Regel von mehreren Königinnen gegründet. Aber selbst wenn nur eine von ihnen überlebt, kann die Kolonie schnell auf Tausende von Tieren anwachsen. Die Königinnen, also die fortpflanzungsfähigen Weibchen, sind meist die größten Ameisen in der Kolonie und in erster Linie mit der Reproduktion beschäftigt. Männchen, die sich mit den Königinnen paaren, überleben diese Ehre leider nicht und sterben schon bald nach dem Akt. Daneben besteht die Kolonie noch aus Soldatenameisen, die größere, stärkere Mundwerkzeuge haben. Und aus Arbeitern, die das Nest pflegen, Nahrung beschaffen und die Brutpflege übernehmen. Seit Tausenden von Jahren haben die Menschen Gift angewendet, um Widersacher außer Gefecht zu setzen. Die Idee dazu stammt aus dem Reich der Tiere, die sich immer weiterentwickelt und den Einsatz ihres Giftes verfeinert haben. Die Klapperschlange warnt ihre Angreifer, bevor sie zubeißt und ihr tödliches Gift injiziert. Der Steinfisch, ein Meister der Tarnung, setzt sich mit giftigen Stacheln zur Wehr. Der Skorpion nutzt seinen Giftstachel zur Jagd und zum Selbstschutz. Der blau geringelte Krake ist zwar klein, kann mit seinem Gift aber 26 erwachsene Menschen töten. Die Agerkröte sticht und beißt nicht, ist aber mit einem giftigen Sekret bedeckt, das ihren Verzehr tödlich macht. Die Sydney-Trichternetzspinne verteidigt sich bis aufs Äußerste und überträgt mit ihren Bissen ein Gift, das einen erwachsenen Mann töten kann. Der giftige Biss der Hyla-Krustenechse wurde durch Lagerfeuergeschichten berühmt, die sich Cowboys im Wilden Westen erzählten. Und Feuerameisen erobern jedes Gebiet, indem sie riesige Kolonien gründen und wesentlich größere Lebewesen in ihrem Umfeld töten. Der Mensch ist durch Anpassung und Entwicklung zur dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden. Und auch die Tiere entwickeln sich immer weiter. Und damit ihre beeindruckenden Waffen.